Der Wirtschaftsbeirat ist das Dialogforum zwischen der Wirtschaft und der Politik, orientiert am Maßstab der sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen als Wirtschaftsbeirat mit den vielen Mitgliedsunternehmen, Verbänden und Einzelmitgliedschaften, die wir haben, Input in die Politik hineintragen. Ich bin zum Wirtschaftsbeirat gegangen, als ich 26 Jahre alt war, gerade ein Unternehmen übernommen habe. Der Wirtschaftsbeirat ist eigentlich ganz einmalig in der Dichte der Kompetenzfelder, die wir hier vereinen. Wir haben ja hier wirklich aus eigentlich allen Branchen, die man sich vorstellen kann, und zwar in allen Größenordnungen, von den ganz Großen bis zu den ganz Kleinen, von Familienbetrieben bis zu aller Art von Gesellschaftsformen, haben wir hier die Führer mit vereinen und damit auch ihre Kompetenzen. Zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, was ja letztendlich dann die Gesellschaft mit abbildet, einen Dialog herzustellen, finde ich absolut essentiell. Für mich ist es wichtig, dass es Leute sind, die Lust haben, irgendwie mitzugestalten. Aus heutiger Sicht absolut erfolgreich. Sie haben ganz interessante Themen für Veranstaltungen. Sie haben tolle Referenten. Sie sind auch wegweisend für Themen, die Unternehmer auch erst in der Zukunft, in der näheren Zukunft treffen. Und insofern muss ich sagen, Hut ab und ganz großes Kompliment an den Wirtschaftsbeirat. Dieses geballte Know-how und die Expertise aus dem betrieblichen Leben heraus, aus der Praxis heraus, das ist es doch, was den Wirtschaftsbeirat ausmacht. Wir glauben, dass wir einen guten Beitrag für Deutschland und Europa leisten können im internationalen Wettbewerb, im internationalen Wandel, für Stabilität und ein Stück weit auch Kompass helfen zu können. Wir brauchen das Miteinander und das wird der Wirtschaftsbeirat hoffentlich weiter so intensiv pflegen wie bisher. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Markus, sehr geehrte Frau designierte Kommissionspräsidentin, liebe Dr. Ursula von der Leyen, sehr geehrter lieber Herr Professor Lutz, geschätzte Mitglieder des Wirtschaftsbeirates, verehrte Gäste. Ich darf Sie ganz herzlich heute zur Generalversammlung 2019 des Wirtschaftsbeirates willkommen heißen. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass Sie in so großer Zahl heute hier in den Bayerischen Hof gekommen sind. Wir haben über 1200 Anmeldungen. Das ist für uns eine einmalige Situation und zeigt die enge Verbundenheit mit unserer Arbeit. Wir schätzen das sehr. Unsere Generalversammlung ist eine große Zusammenkunft aller, die Zukunft gestalten wollen, die Selbstverantwortung übernehmen wollen, in den Betrieben, in der Politik, in Wissenschaft und Gesellschaft, und zwar ganz im Geiste der sozialen Marktwirtschaft, im Geiste Ludwig Erhards. In diesem Sinne nochmals ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, an Sie alle. Erlauben Sie mir nun, dass ich zunächst unsere Redner des heutigen Nachmittages herzlich willkommen heiße. Auf der Generalversammlung des Wirtschaftsbeirates darf der bayerische Ministerpräsident natürlich nicht fehlen. Gestern, lieber Markus, hast du noch die Grundrente oder das Grundrentenpaket in Berlin verhandelt. Heute bist du zu Gast bei uns. Wir sind sehr gespannt auf deine Ausführungen dazu, wie der bayerische Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit einer innovativen Wirtschaft aussehen soll. Herzlich willkommen bitte unserem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr gefreut habe ich mich auch über Ihre Zusage, liebe Ursula von der Leyen. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass Sie sich extra Zeit genommen haben, heute nach München zu kommen. Aber ich kann auch sagen, Sie stehen in guter Tradition. Auch Konrad Adenauer hat 1950 seine erste Rede nach seiner Wahl zum Bundeskanzler in Bayern beim Wirtschaftsbeirat der Union gehalten. Dass Sie heute, liebe Frau von der Leyen, beim Wirtschaftsbeirat in München auftreten, werte ich als ein sehr gutes Omen.
Schön, dass Sie heute da sind. Liebe Frau von der Leyen, liebe Ursula, am Tag Ihrer Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs haben wir miteinander telefoniert. Und damals hatte ich gesagt, dass das Verfahren der Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs der parlamentarischen Demokratie einen schweren Schaden zugefügt hat. Die Staats- und Regierungschefs sind mit unserem Spitzenkandidaten, mit dem wir, meine Damen und Herren, ja im Mai 2019 in die Wahl gegangen sind, mit Manfred Weber, nicht sehr fair umgegangen. Er ist Wahlsieger gewesen und viele von uns hätten sich sehr gefreut, wenn die Staats- und Regierungschefs das gewürdigt hätten. Ich weiß, liebe Ursula von der Leyen, dass Sie mit Manfred Weber sehr eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam, Europäische Kommission, Europäisches Parlament und Mitgliedstaaten, ein transparentes Verfahren entwickeln werden, damit sichergestellt ist, dass auch in 5 Jahren, meine Damen und Herren, wenn die nächste Europawahl stattfindet, das Votum der Wähler auch ihren Niederschlag findet. Sie sind nach Walter Hallstein, liebe Frau von der Leyen, die zweite Deutsche an der Spitze der Europäischen Kommission. Das ist gut für Deutschland, denn ein Kommissionspräsident oder eine Kommissionspräsidentin aus dem eigenen Land ist natürlich ansprechbarer als ein Kommissionschef aus einem anderen Land. Und das, meine Damen und Herren, erleben wir ja gerade heute eben, dass sie ihr Weg zu uns nach München geführt hat. Meine Damen und Herren, ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG und Vorsitzender unseres Ausschusses im Wirtschaftsbeirat Wirtschaftspolitik. Er vertritt ein im Kern bayerisches Unternehmen. Er hat die BayWa zu einem modernen, innovativen Global Player gemacht. Er ist in Bayern daheim und in der Welt zu Hause mit seinen Unternehmen. Wer, lieber Herr Professor Lutz, wenn nicht Sie, könnte besser darstellen, wie es sich als Unternehmer, wie man sich als Unternehmen in einer Welt behaupten muss, die einem starken internationalen Wettbewerb, starken Konkurrenzdruck ausgesetzt ist. Auch Ihnen, lieber Herr Professor Lutz, ein ganz herzliches Willkommen heute hier auf der Generalversammlung. Meine Damen und Herren, aus naheliegenden Gründen kann ich natürlich heute nicht alle Persönlichkeiten namentlich begrüßen. Würde ich gerne machen. Wir haben so viele herausragende Persönlichkeiten unter uns. Bitte seien Sie mir nicht böse, wenn ich die einen oder anderen Persönlichkeiten nur herausgreife. Sie alle sind mir, sind uns im Wirtschaftsbeirat herzlich willkommen. Ich freue mich zunächst sehr, dass unsere beiden Ehrenvorsitzenden, Herr Dr. Soltmann mit seiner Frau und Herr Dr. Otto Wieser mit seiner Frau Roswitha, heute bei uns sind. Herzlich willkommen, liebe Herren Ehrenpräsidenten und Damen. Ich freue mich sehr, dass unser scheidender Vizepräsident, Herr Dr. Kammer, mit seiner Frau heute bei uns ist. Und ich darf Sie beide ebenso herzlich begrüßen wie Herrn Hans Hammer, seinen Nachfolger im Amt als ersten Vizepräsidenten, sowie Herrn Raimund Gozel, Chef des Bayernwerks, der Bayernwerks AG, eben vor kurzem in der Mitgliederversammlung neu zum zweiten Vizepräsidenten gewählt. Es ist mir eine große Freude und, meine Damen und Herren, vielleicht erlauben Sie mir, dass ich jetzt alle unsere Persönlichkeiten, die ich namentlich erwähne, erst erwähne und wir uns dann den Beifall alter Tradition folgend hier für den Schluss aufheben. Es ist mir eine große Freude, den ehemaligen Ministerpräsidenten Dr. Günther Beckstein willkommen zu heißen, sowie unseren ehemaligen CSU-Vorsitzenden und Bundesminister Dr. Theo Weigel. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Als überzeugte Europäerin begrüße ich ganz herzlich den früheren Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Herr Dr. Ingo Friedrich, sowie meine geschätzte Kollegin im Europaparlament, Monika Hohlmeier. Ich darf stellvertretend für die Landesebene herzlich unseren Generalsekretär der CSU, Markus Blume, hier in unseren Reihen willkommen heißen. Ich begrüße die Mitglieder früherer Bundes- und Staatsregierungen und der EU-Kommission, und das in alphabetischer Reihenfolge. Zunächst Herrn Staatsminister AD Reinhold Bocklet, Herrn Staatsminister AD Dr. Peter Ramsauer, Herrn EU-Kommissar und Staatsminister AD Peter Schmidhuber, Herrn Staatsminister AD Alfred Sauter, Herrn Staatssekretär AD Hans Spitzner,
Herrn Staatsminister AD Gerold Tandler sowie Frau Staatssekretärin AD Dagmar Wörl. Stellvertretend für die vielen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und ihren Verbänden darf ich willkommen heißen den Ehrenpräsidenten der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Herrn Dr. Eberhard von Kühnheim. Ich begrüße sehr herzlich den Präsidenten der IHK für München und Oberbayern, Herrn Dr. Eberhard Sasse, mit seiner Frau, Frau Dr. Christine Sasse, die Mitglied im Präsidium des Wirtschaftsbeirates heute geworden ist. Darüber freue ich mich sehr. Ich begrüße von Herzen den Präsidenten des Bayerischen Handwerkstages, Herrn Franz Xaver Peter Anderl. Und ich begrüße herzlich die Präsidentin des Bundes der Selbstständigen Bayern, Frau Gabi Seehorz. Meine Damen und Herren, ich heiße die Vertreter, die zahlreichen Vertreter des konsularischen Korps herzlich willkommen. Ich möchte für alle Medienvertreter stellvertretend unser Präsidiumsmitglied, den Verleger Professor Dr. Martin Balle, willkommen heißen. Ich heiße die Vertreter unserer Sponsoren herzlich willkommen. Namentlich, meine Damen und Herren Sponsoren, erlaube ich mir, Sie am Schluss unserer Generalversammlung zu erwähnen, möchte aber heute jetzt schon an dieser Stelle mich ganz herzlich für Ihre großzügige Unterstützung bedanken, ohne die wir diese Generalversammlung in diesem Rahmen so nicht hätten ausrichten können. Herzlichen Dank. So, meine Damen und Herren, jetzt machen wir mal Pause und ich darf Sie ermuntern, herzlich zu applaudieren. Meine Damen und Herren, jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Wir erleben eine Welt im Umbruch, die Globalisierung wird zurückgefahren und damit ein internationales, liberales, regelgebundenes Handelssystem. Protektionismus hat Hochkonjunktur, America first, China first, UK great again. Nachteile haben hierdurch in erster Linie offene Volkswirtschaften, die exportorientiert sind, wie Deutschland, wie wir hier in Bayern. Wir erleben Russland, Türkei, China, USA, die ihren Machtanspruch geltend machen, militärisch, wirtschaftlich. Wir erleben ausländische Investoren, oft Staatsunternehmen, die sich in Infrastrukturen und Unternehmen einkaufen, ohne dass unseren eigenen Betrieben und Unternehmen in gleicher Weise reziprok Zugang zu den ausländischen Märkten gegeben wird. Wir erleben, meine Damen und Herren, die Herausforderungen der Digitalisierung und des Klimawandels. Plattformen sind die neuen Schnittstellen zu den Kunden und Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Wir erleben, dass nach 9 Jahren Aufschwung die Konjunktur labiler wird, der lange Aufschwung der letzten Jahre somit kein Naturgesetz ist und die Industrie in eine Rezession kommt. Die Automobilindustrie muss sich neu ausrichten. Der Sachverständigenrat prognostiziert, dass die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven insgesamt bescheidener werden. Unsere bayerischen Unternehmen, meine Damen und Herren, sind hochmodern, innovativ und international gefragt. Sie wissen, mit Herausforderungen umzugehen. Aber die Betriebe haben zu kämpfen, und auch unsere Banken und Versicherungen, mit niedrig-, null-, Negativzinsen, mit Überregulierung, die vor allem den Mittelstand und die Handwerksbetriebe trifft, mit einer Steuerlast, die international nicht mehr wettbewerbsfähig ist, mit wieder wachsendem Protektionismus in der Welt. Und wir stellen fest, es wird zu wenig in analoge und digitale Infrastruktur investiert. Wir brauchen in der Gesellschaft auch wieder mehr Begeisterung für Innovationen, für Wachstum, mehr Mut zur Zukunft. Unsere Betriebe wissen, mit Herausforderungen umzugehen. Und das möchte ich mal sagen, im Wahlkampf gerade die letzten Monate hatte ich so viel Gelegenheit, wirklich auch in unsere Unternehmen, in unsere Betriebe hineinzuschauen. Ich bin fasziniert, meine Damen und Herren, was wir hier im Lande haben, von unseren Handwerksbetrieben, mittelständischen Betrieben, von den Familienunternehmen, von den Freiberuflern, von allen, die eine Marktlücke entdecken, diese nutzen und so weiterentwickeln mit Blick auf ihre Produkte und Dienstleistungen, dass sie Weltspitze sind, in der ganzen Welt zu Hause sind. Wollen wir aber, dass diese unsere starken Unternehmen auch an der Spitze bleiben, brauchen sie die Unterstützung der Politik durch vernünftige Handlungsspielräume, durch Planungssicherheit, damit sie auch in eigener Verantwortung ihre Zukunft gestalten können und das immer wieder im besten Sinne sozialer Marktwirtschaft. Wo stehen wir heute? Wo stehen wir in Bayern? Wo stehen wir in Deutschland? Wo stehen wir in Europa? Lassen Sie mich kurz alle drei Ebenen reflektieren. Bayern.
Wenn man hier zunächst einmal die bayerische Brille aufsetzt, dann muss man erkennen, lieber Markus, jetzt schaut er mich ganz streng an, dann muss man erkennen, lieber Markus, dass der Freistaat Bayern exzellent dasteht. Wir hatten in Bayern ja immer den großen Ehrgeiz, Herausforderungen nicht zu erdulden, sondern anzunehmen und unsere Zukunft zu gestalten. Man sagt uns Bayern, liebe Frau von der Leyen, einen unverbesserlichen Optimismus nach. Und lieber Markus, erlaube mir das zu sagen, du verkörperst das in ganz herausragender Weise. Für Strauß galt die Devise, konservativ sein heißt an der Spitze des Fortschritts stehen. Edmund Stoiber und du, lieber Otto Wiesheu, ihr habt die Hightech-Offensive aufgelegt. Aber du, lieber Markus, hast das jetzt im Sinne auch deiner Vorgänger erfolgreichst fortgesetzt mit der Hightech-Agenda Bayern. Ich denke, du wirst uns darüber heute noch berichten. Aber, meine Damen und Herren, wichtige Sachen muss man immer mehrmals sagen. Und ich sage Ihnen, ich glaube, Markus Söder macht es einfach richtig. 2 Milliarden Euro für neue Technologien, Innovationen, Forschung und Entwicklung. 1.000 neue Professorenstellen, die geschaffen werden, 10.000 neue Studienplätze, Ausbau der dualen Ausbildung im ganzen Land, 20 Spitzenforschungszentren und drei starke Fonds, die für den Mittelstand aufgelegt werden. All das hilft unseren Unternehmen im Wettbewerb, meine Damen und Herren, international sich zu behaupten und die klügsten Köpfe zu uns nach Bayern zu holen. Das braucht ein internationaler Spitzenstandort wie Bayern. Wir müssen lokal handeln, aber global denken. Und wir müssen Schritt halten können und in Konkurrenz und konkurrenzfähig sein zu den anderen Spitzenzentren in der Welt, ob das Silicon Valley, Tel Aviv, Shenzhen oder welche Region auch immer ist, meine Damen und Herren. Ich denke, dass wir uns im Freistaat keine Sorgen vor großen Herausforderungen machen müssen. Ja, wenn nicht wir in Bayern, wer sollte sonst mit den Umbrüchen in der Welt zurechtkommen? Was uns in Bayern immer stark gemacht hat, meine Damen und Herren, das ist unser Selbstbewusstsein, dass wir Zukunft haben und dass wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen können. Und ich durfte dir, Markus, bei einer Firmeneinweihung letzte Woche auch zuhören. Da hast du die Hauptrede gehalten bei Hensoldt, einem Superunternehmen auch. Und zu Recht gesagt, meine Damen und Herren, es kommt schon auch auf den Spirit, auf den Geist an, den man ausstrahlt. Will man oder will man nicht? Und ich kann nur sagen, wir in Bayern wollen, allen voran an der Spitze unser bayerischer Ministerpräsident. Das wäre eigentlich mal ein Beifall. Ja. Blicken wir nach Berlin, meine Damen und Herren. Ja, da kann man doch gelegentlich ins Grübeln kommen. Erst letzte Woche gab es die Halbzeitbilanz der GroKo. Man ist zufrieden, weil man viele Punkte des Koalitionsvertrages umgesetzt hat. Aber ich sage auch, nicht alles, was man umgesetzt hat, ist hierzu immer ganz besonders herausragend gewesen. Und manches wäre gut gewesen, hätte man es doch angepackt. In Berlin wird zurzeit viel diskutiert, was mir schon Sorgen macht. Man diskutiert Mietpreisdeckel und Enteignungen als Instrument der Wohnungspolitik. Der Umweltrat will einen Rat für Generationengerechtigkeit einführen mit einem Vetorecht gegen Gesetze. Also das muss man sich mal vorstellen. Das entspricht nicht meiner Vorstellung von parlamentarischer Demokratie. Eine Klimapolitik, die ein grüner Habeck in bester sozialistischer Manier diktieren möchte, in dem Sinne, dass er festlegt, was gute und was schlechte Investments sind. Gott sei Dank hat sich die Bundesregierung zu einem Klimakonzept durchgerungen, das auf marktwirtschaftliche Instrumente wie dem Emissionshandel setzt. Damit, glaube ich, wird der Weg frei für neue Technologien und Innovationen. Das finde ich gut. Und Gott sei Dank, meine Damen und Herren, Sie haben ja gestern wahrscheinlich auch alle die Nachrichten mitverfolgt, die Einigung auf eine Grundrente. Gott sei Dank gibt es keine bedingungslose Grundrente, sondern eine Grundrente mit umfassender Eignungsprüfung. Und das ist in der Berichterstattung, finde ich, etwas zu kurz gekommen. Aber Markus, dass ihr es geschafft habt, auch euch zu verständigen, die Arbeitslosenversicherung zu senken auf insgesamt über die Jahre 3,6 Milliarden Euro, das finde ich doch mal ein ermutigendes Zeichen auch für unsere Unternehmen im Lande. Sie sehen, es gibt also auch Lichtblicke, übrigens auch, wenn ich unsere Bundesverteidigungsministerin ansehe. Ich finde es klasse, dass unsere Verteidigungsministerin, ihre Nachfolgerin, liebe Frau von der Leyen, auch ganz strategisch deutsche Interessen in der Verteidigung, in der Außenpolitik vertreten will. Ich fand ihren Vorschlag, eine UN-Sicherheitszone beispielsweise einzurichten für Nordsyrien, einen guten Vorschlag.
Was jetzt noch notwendig ist in Berlin, ist die Senkung der Unternehmenssteuer auf einen Schnitt, sodass wir auch international in der Steuerpolitik wieder wettbewerbsfähig sind. Wir brauchen eine Steigerung, meine Damen und Herren, in Wagniskapital mindestens um den Faktor 10. Und wir brauchen Investitionen in analoge und digitale Infrastruktur. Ich glaube, das ist wichtiger denn wie. Wir brauchen eine Politik, die weniger vom Populismus und von Ideologie getragen ist, sondern sich wieder darauf besinnt, einen richtigen Ordnungsrahmen zu setzen. Politik muss technologieneutral sein. Das heißt übrigens, das muss auch gelten, wenn wir über die Antriebstechnologie im Automobilbereich diskutieren. Es geht nicht darum, politisch hier festzulegen, was die nächste Antriebstechnologie sein wird. Ist das der Wasserstoff? Sind das die verbesserten Verbrennungsmotoren, hybride Systeme, Elektromotoren? Wer kann das schon sagen? Ich glaube nach wie vor, es ist Aufgabe, meine Damen und Herren, der Industrie und der Unternehmen, das zu entscheiden und nicht der Politik. Und ich kann nur sagen, es hat sich auch nie bewährt, eine One-Size-Fits-All-Strategie zu fahren. Ich sage mal, auf dem Land, in der Fläche wird einfach anders gefahren wie in den Großstädten. Ich glaube, auch das muss man entsprechend beantworten, reflektieren. Und jetzt muss ich noch mal Herrn Dr. Kammer zitieren, der mir, verzeihen Sie, liebe Frau Kammer, immer in den Ohren liegt und sagt, bei euren ganzen Diskussionen, denkt mal darüber nach, auch bei der Elektromobilität, woher kommt denn dafür der benötigte Strom? Fragezeichen, Fragezeichen, Sie kennen die Zahlen. Meine Damen und Herren, wir blicken nach Europa und ich komme gleich zum Schluss. Liebe Frau von der Leyen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Sie genießen eine hohe Anerkennung, Ihre internationale Reputation ist groß und ich erlaube mir zu sagen, ich kenne Sie ja nun auch schon seit ein paar Jahren, Sie sind eine mutige Frau. Wir freuen uns sehr, dass Sie in Zukunft an der Spitze der Europäischen Kommission stehen werden. Jean-Claude Juncker hat von seiner Kommission als der Kommission der letzten Chance gesprochen. Also, wenn ich das nur sagen darf, ich finde, Jean-Claude Juncker hat die letzten 5 Jahre einen sehr guten Job gemacht, auch wenn das nicht immer so wahrgenommen wurde. Allein, dass er einen Fonds aufgelegt hat, Investitionskapital mal in den letzten 2 Jahren in Höhe von 440 Milliarden Euro gesammelt hat, das ist großartig. Wir reden überhaupt nicht darüber, aber ich finde, das ist eine Leistung, die man wirklich honorieren muss. Und wenn ich mir ansehe, wie dieser Europäer, dieser großartige Europäer, wie Sie auch, lieber Theo Weigel, mit Schwierigkeiten hier die letzten Jahre kämpfen musste, vom Türkei-Putsch über die Entwicklungen in Griechenland, Staatsschuldenkrise, Brexit, Migrationskrisenherausforderungen, die Veränderungen in den USA durch Trump und manche Entwicklungen in unseren Mitgliedstaaten, die uns nicht erleichtert haben, den Zusammenhalt auch in der Europäischen Union hier weiter zu forcieren. Die neue Kommission, und wir sind gespannt, was Sie uns sagen werden, liebe Frau von der Leyen, steht für den New Green Deal, für ein vernetztes, smartes Europa, das die Digitalisierung gestaltet, ein Europa, das die Stärkung der Wirtschaft mit sozialer Ausrichtung verbindet und das ist Ihnen, so habe ich Sie verstanden, immer ganz wichtig, für ein geopolitisches Europa. Ein Europa, das sichert, dass die Europäische Union auf Augenhöhe mit anderen Regionen in der Welt verhandelt. Das finde ich großartig und ich glaube, dass dieser Rahmen geeignet ist, die internationale Wettbewerbsfähigkeit auch unserer europäischen Wirtschaft zu stärken. Ja, zum New Green Deal, wobei also der Green Deal ja eigentlich Sustainable Deal heißen müsste. Aber ich darf auch sagen, wichtig ist, wie dieser New Green Deal erreicht wird, welche Maßnahmen umgesetzt werden. Und für uns im Wirtschaftsbeirat kann nur gelten, Technologieförderung, Innovationen, Forschung, Entwicklung, nicht Regulierung, nicht Verbote. Die Unternehmen sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und das muss ich einfach noch mal unterstreichen und betonen, liebe Frau von der Leyen, weil ich ja in den Anhörungen auch der Kommissarskandidaten die letzten Wochen gewesen bin. Und wenn ich Ihren Vizepräsidenten Herrn Timmermans angehört habe, ja, der 3 Stunden über den neuen grünen Deal gesprochen habe, dann hat es in diesen 3 Stunden nicht einmal von ihm eine Aussage zum Thema Wettbewerbsfähigkeit, Technologieförderung, Innovation gegeben, sondern das ging schon sehr in Richtung Regulierung und Reglementierung. Insofern setzen wir da auf Sie, dass Sie an marktwirtschaftlich orientierte Lösungen
denken. Ich komme zum letzten Punkt, meine Damen und Herren. Was hört man Land auf, Land ab? Sie alle hören das, beziehungsweise Sie alle formulieren das. Wir dürfen uns weder in Bayern noch in Deutschland noch in Europa zu Tode regulieren. Meine Damen und Herren, überbordende Bürokratie lähmt und schadet uns. Ich sage mal, wir dürfen nicht zulassen, dass ein regulatorischer Mehltau über der EU liegt. Und da habe ich einen ganz konkreten Vorschlag, den ich Ihnen einfach auch gerne zurufen würde. Mich haben viele Meldungen zum Thema A1-Bescheinigung erreicht. Ein klitzekleines Problem, aber ein großes Ärgernis bei allen unseren Unternehmen. Liebe Frau von der Leyen, warum bauen wir in der EU nicht ein Online-Clearing-System auf, über das sich elektronisch unkompliziert klären lässt, in welchem nationalen sozialen Sicherungssystem jeweils ein Arbeitnehmer versichert ist. Ich denke, dann könnte man auf diese leidige Beantragung von diesen A1-Bescheinigungen verzichten. Und ich würde sagen, das wäre doch mal eine Initiative wert. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Unser wirtschaftliches Ökosystem ist einmalig. Mit unseren internationalen Konzernen, unseren mittelständischen Betrieben, unseren Familienunternehmen, unseren Handwerksbetrieben und den Freiberuflern, Sie alle zusammen sind die Stärke unseres Landes. Und, das möchte ich auch noch betonen, dazu gehört natürlich auch unser einmaliges dreigliedriges Bankensystem mit den Volks- und Raiffeisenbanken und den Sparkassen, die unsere Unternehmen, egal welcher Größe sie haben, in die Welt begleiten und ihnen den finanziellen Spielraum schaffen, um sie zu Champions zu machen. Die Zinspolitik der EZB, liebe Frau von der Leyen, stellt das Geschäftsmodell unserer Banken und Versicherungen auf den Kopf. Heute, wie jüngst ja letzte Woche geschehen, über eine europäische Einlagensicherung zu diskutieren und diese zu fördern und fordern, das halte ich für gefährlich und ich finde es falsch. Meine Damen und Herren, ich komme nun zum Schluss. Was wir brauchen hier im Lande und in Europa, wieder eine Kultur der Freiheit und der Verantwortung. Wirtschaftliche Freiheit, Verantwortung und Demokratie sind eng miteinander verbunden. Vorgestern, am 9. November, meine Damen und Herren, durften wir uns an 30 Jahre Mauerfall, an einen historischen Moment erinnern. Aber zur Freiheit gehört eben auch Verantwortung. Freiheit und Verantwortung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Daran müssen wir uns auch wirtschaftspolitisch ausrichten. Der beste Rahmen hierfür ist die soziale Marktwirtschaft im Sinne von Ludwig Erhards, genau das, was uns hier im Wirtschaftsbeirat verbindet. Ich denke, wenn wir an Ludwig Erhard, wenn wir an die soziale Marktwirtschaft denken, meine Damen und Herren, dann möchte ich jetzt abschließend einen Mann zu mir auf die Bühne bitten, der das über seine vielen Jahre und Jahrzehnte politisches Engagement in hervorragender Weise verkörpert hat. Vielleicht wissen Sie es, aber unser Ehrenpräsident Dr. Otto Wieshoy hat am 31. Oktober seinen 75. Geburtstag feiern können. Lieber Otto, eigentlich haben wir gesagt, wir richten dir einen großen Empfang aus. Dann hast du getreu deine Matte, das passt schon, machst die Ehrung bei der Generalversammlung, gesagt, nein, keine Zusatzkosten verursachen. Wir dürfen dich hier gerne auszeichnen. Du bist einer unserer herausragendsten Wirtschaftsminister in Bayern gewesen. Und meine Damen und Herren, Otto Wieshoy war Wirtschaftsminister in schwierigen Zeiten. Ja? Wenn die Einnahmequellen sprudeln, ja, und es den Betrieben gut geht, dann ist es jetzt nicht gar so schwierig, hier guter Wirtschaftsminister zu sein. Aber wenn die Rezession kommt, wenn die Unternehmen abbauen, ja, wenn die Zeitarbeitsverträge gekürzt werden, wenn umstrukturiert werden muss, ja, dann rauszugehen, den Betrieben und Unternehmen zu helfen, alle Kontakte zu nutzen und alles umzusetzen, um wirklich unseren Unternehmen auch eine Chance zu geben, hier weiter am Leben zu sein. Das war deine großartige Leistung als Wirtschaftsminister. Und in deiner Funktion als Präsident des Wirtschaftsbeirates warst du ebenso großartig. 10 Jahre fast bist du an der Spitze hier dieses Wirtschaftsbeirates gestanden, hast unserem Wirtschaftsbeirat ein unverwechselbares Profil gegeben. Ich freue mich wahnsinnig, ich freue mich total, dass ich deine Nachfolge antreten darf. War auch deine Idee, wie denn sonst? Ja. Und möchte einfach dir danken. Du stehst für fundierte Analysen, für Offenheit, für Argumente und Fakten, für Sachkompetenz,
für eine faire, stets zukunftsgerichtete Interessenabwägung, für klare Positionen, klare Linien, auch gegen den Mainstream schwimmen und Position beziehen. Das sind die Eigenschaften, lieber Otto, die dich auszeichnen. Ich gratuliere im Namen aller Anwesenden nochmals herzlich zu deinem 75. Geburtstag. Ich wünsche dir vor allen Dingen viel Glück, viel Gesundheit, weiterhin diese Schaffenskraft und Vitalität, die dich so auszeichnet, und bleibe unserem Wirtschaftsbeirat bitte immer, immer verbunden. Und jetzt darf ich dich auf die Bühne bitten und dir ein Geschenk überreichen. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke ich mich herzlich. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich darf nun auf die Bühne bitten, zunächst unseren bayerischen Ministerpräsidenten nach einem kurzen Abspann, dann Frau Präsident-elect, unsere Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und im Anschluss Frau Herrn Professor Lutz. Ich komme nicht mehr auf die Bühne und wir machen es dann in dieser Reihenfolge. Und ich sage jetzt, Film ab, bitte.